von Sitzmeditation gibt es auch Gehmeditation, weil das ist das, was man quasi die ganze Zeit dann in diesen etwas komplexeren Sachen macht intern. Also das ist jetzt ein paralleles Gehen, vielleicht ein bisschen ausgestellt die Füße. Es ist einfach wirklich, ich bin mir bewusst, dass ich in meinem Standbein angekommen bin. Das ist wirklich intern. Ich bin mir bewusst, dass mein freies Bein auf dem vorderen Ballen steht, der Hacken ist gehoben. Jedes Mal. Ich bin mir bewusst, dass ich mein freies Bein leicht anhebe. Ich bin mir bewusst, dass ich meinen freien Fuß nach vorne bewege, ablege. Ja, viel Gequatsche, aber das ist das, was man intern quasi macht. Ich bin mir bewusst, dass ich mein Gewicht zum vorderen Fuß bewege. Ich komme im vorderen Fuß an. Und so weiter. Und diese Aufmerksamkeit, das geht dann natürlich extrem langsam. Das ist aber auch der Grund, warum wir beim Gehen, übertragen wir das aufs Gehen, jetzt quatsche ich das nicht alles durch, aber ihr merkt, dass es auf einmal nicht nur vier Schnappschüsse gibt, sondern viele, viele Unterschnappschüsse. Und diese Aufmerksamkeit immer weiter zu schulen, darum geht's. Dann macht das natürlich auch einen Sinn, wirklich bei komplexen Abläufen extrem langsam zu sein. Mit der Zeit spürt man dann noch mehr. Also die Action ist wirklich innen. Ja? Vorne. Zurück. Das ist quasi schon viel zu schnell. Einen noch. Und so weiter. Ich wollte nur deutlich machen, dass das wirklich eine ganz andere Herangehensweise ist. Ne? Vielleicht wird es dann auch klar, warum ich da so viel Wert drauf lege. Also das ist zumindest mein Weg. Man kann den anders gehen, das bringt auch mehr Attraktion, mehr Leute, mehr Geld und so. Also ich meine, mehr Geld kann ich gebrauchen, aber das ist nicht mein Weg, die Leute quasi, den Leuten entgegenzukommen. Wenn ihr hier seid auf der Wiese, komme ich euch entgegen, ist klar. Ich möchte ja euch das vermitteln, was ich weiß. Aber ich mache, wie heißt das, nicht niederschwellig. Also ich mache nicht aus einer Kulturzeitschrift die Bildzeitung, im übertragenen Sinne. Nur um mehr Teilnehmer zu kriegen. Also es hat schon einen Sinn, warum ich gesagt habe, ich mache das zur Not auch alleine. Also ich gehe lieber den Weg in diese Richtung, weil ich meine, dass da der Weg zur Gesundung ist. Je mehr Action und so, umso mehr Stress. Wir wollen Entspannung. Also zumindest ich. Wir machen. Und zwar atmen. Atmen ist extrem wichtig, wirklich. Ich glaube, also ohne Atem kann man, weiß ich nicht, ein paar Sekunden überleben. Dann kommt noch Wärme aus der Luftschleuse geworfen. Wie lange kannst du dann überleben? Also Wärme und Atmen sind relativ wichtig. Aber wenn das so klar ist, dass das wichtig ist,
dann wird auch deutlich, dass das natürlich, wenn ich mich damit beschäftige und vielleicht einen besseren, also einen entspannteren, aber vollständigen Atem lerne, dass das, weil es so grundsätzlich ist, einen sehr tiefen, positiven Einfluss haben kann. Deswegen Yoga, Pranayama, Daoisten haben das im Qigong auch. Mache ich jetzt schon. Also zur Erklärung. Wir forcieren nichts. Gut wäre Flaschenatem aus dem Yoga. Langsam. Und eigentlich auch kürzer, also länger ausatmen. Das ist die Richtung. Also langsam vollständig einatmen. Erstmal ohne darauf zu achten, wie das geht. Einfach einatmen und langsam wieder ausatmen. Ich nehme da diese leicht geöffneten Lippen zu. Ihr könnt das auch komplett durch ausatmen durch die Nase und einatmen durch die Nase machen. Wirklich, also da eine Übung draus zu machen, 3-5 Minuten am Tag, für einen Monat. Und in diesem Monat gar nichts forcieren. Einfach nur darauf achten, wie atme ich überhaupt. Also ihr wisst jetzt, dieser Flaschenatem, also erst in den Bauch, dann den Brustkasten, dann den oberen Bereich füllen, ne, Flasche von unten nach oben. Und dann eine kurze Pause und dann langsam von oben, Mitte, unten wieder ausatmen. Das wäre gut. Forciert nichts. Wenn ihr wollt, einfach aus Spaß, ne, dann könnt ihr das mal testen, in den Bauch zu atmen. Aber wirklich so anstrengungslos, wie es geht, einfach um zu testen, wie fühlt sich das an und so. Da kann man schon ein bisschen mit rumspielen. Spielen ist gut. Ne? Aber man macht da keine Arbeit draus aus dem Spielen. Also nicht, ich muss das jetzt lernen. Nee. Einfach, geht das? Wie fühlt sich das an? Oh, guck, da spannt sich mein Gürtel, mache ich ihn auf. Spielerisch. Ja, spielerisch ist, glaube ich, vielleicht das interessiert, spielerisch, freundlich, aufmerksam und gelassen. Ich muss wirklich einen anderen Standort suchen. Einen ohne Ameisen. Na, nicht ganz ohne Ameisen, aber nicht unbedingt auf deren Kriegsfahrt hier. Also wirklich sowas. Ist wieder keine Action. Tut mir leid, ist so. Also man könnte dann alle möglichen Pranayama-Sachen auswendig lernen und so weiter. Nein. Also das hier geht wirklich in Richtung Entspannung. Und nach dem, was ich festgestellt habe, ist der Lerneffekt extrem. Also wirklich gut. Also dieses Intention setzen und dann einfach mal zugucken, wie das funktioniert, ist wirklich, ich würde sagen, 10 bis 100 Mal schneller als dieses forcierte, ich mach das jetzt. Einfach schauen, interessiert, wo atme ich.
ich glaube, das waren 3 Minuten. Also ich mache sogar in der Aufmerksamkeit jetzt eine kurze Pause und frage mich, wie war das jetzt? Auch wieder ohne Antwort zu verlangen. Also wir lernen viel auf dieser Ebene. Also in Körperwahrnehmung ist keine so kognitive Geschichte, also keine Gehirnaktion. Es ist wirklich so ein, das klingt so merkwürdig, ein Ganzkörperdenken. Anders, es ist nicht nur Gefühl, es ist wirklich mehr sowas wie Richtung Ganzkörperwahrnehmung und Denken. Wird auch immer klarer, dass das Denken nicht nur hier oben stattfindet, sondern wirklich verteilt ist auf den ganzen Körper. Wunderbar. Danke für diese Session. Mir macht es Spaß. Ich hoffe, 1-2 anderen Menschen auf der Welt auch. Die müssen das dann nur finden, was ich hier mache. Auf dass wir das zusammen machen. Habt einen schönen Sonnabend. Wie gesagt, danke fürs Mitmachen. Bis dahin. Erholt euch, entwickelt das innere Lächeln.